I've been okay. Yeah. Moin Freunde, was geht ab und willkommen zum Bundesliga-Rückblick des 17. Spieltages. Und wir gehen somit fließend über in die Rückrunde und haben schon wieder einen wilden MVP. Nach Thomas Meunier wird es jetzt Nico Elvedi. Also ich weiß nicht, was aktuell abgeht. Die Bundesliga ist noch so ein bisschen im Winterschlaf, da kommt noch nicht so richtig Dynamik rein. Jetzt zweimal hintereinander kein MVP mit über 300 Punkten. Das heißt, da fehlt es noch so ein bisschen an der Kreativität, glaube ich. Wie auch immer, anderes Thema. Auf jeden Fall verrückter MVP. Also, dass Nico Elvedi mal in seinem Leben MVP wird, hätte er wahrscheinlich selber nicht gedacht. Aber wie gesagt, anderes Thema. 17. Spieltag, Jungs. Was soll ich sagen? Es war semi-erfolgreich, können das Ganze auch hier nochmal kurz angucken, die Matchups, oder na gut, da gehen wir sowieso gleich drauf ein. Es war wie gesagt ja englische Woche, um somit dann die Hinrunde abzuschließen, und jetzt gehen wir fließend in die Rückrunde über. Ich habe den Spieltag geholt, Jungs, richtig geil, es war irgendwie am Ende gar nicht mal so knapp gewesen. Also ich weiß nicht, wie es euch ging am Wochenende, wenn das Ganze über drei Tage gestretched ist und so diese Anstoßzeiten ein bisschen auseinander sind, dann denkt man mehr drüber nach, oh, jetzt könnte es nochmal knapp werden, oh, jetzt könnte hier nochmal Punkte kommen. In dem Fall war es irgendwie, es ging einfach alles so vorne voran und irgendwann war ich einfach Spieltagssieger. Es war irgendwie total komisch. Naja, anderes Thema. Knapp 130 Punkte Vorsprung auf Platz 2, also doch schon mit einem kleinen Abstand gewonnen. Auf die Spieler gehen wir gleich ein, bevor wir darauf eingehen. Erstmal nochmal mein Team. Ich habe schon so umgestellt, wie ich höchstwahrscheinlich ins Wochenende gehe. Levi macht mir natürlich Kopfschmerzen, bevor die ganzen Kommentare unter dem Video kommen. Ich weiß es selber nicht, Jungs. Abwarten. Man sieht Freitag ja oder Donnerstag oder wann auch immer die PK kommt. Die Pressekonferenz der Bayern oder wahrscheinlich dann am Freitag, weil sie spielen ja Sonntag. Dann wird Flick mit Sicherheit mitteilen, ob es funktioniert oder eben nicht oder wo der Widerstand ist. Macht euch da erstmal keinen Stress an der Stelle. So werde ich dann höchstwahrscheinlich ins Wochenende reingehen. Der Große, der rausrotiert, ist Jonas Hofmann. Den habe ich da schon mal rausgenommen. Gerade gesehen, dass ich Tempelmann bekommen habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann ich den gekauft habe. Ach, gestern. Stimmt, ich dachte, weil wenn er eingewechselt wird, kann er noch ein paar Punkte machen. Hofmann ist draußen für Wataru Endo, weil der einfach so ein konstanter Punkter ist. Sie spielen zwar gegen Freiburg, also gegen eine Mannschaft, die jetzt echt alles andere als leicht zu bespielen ist, aber ich meine auch jetzt wieder bei einer 3-0-Niederlage 80 Punkte, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und Jonas Hofmann gegen Dortmund will ich nicht unbedingt aufstellen. Zu Jonas Hofmann werde ich gleich auch noch einiges sagen, also freut euch da auf die Learnings, da werde ich auch nochmal einen kleinen Fokuspunkt auf Jonas Hofmann legen, auf seine neue Rolle und warum er jetzt aktuell nicht mehr so gut punktet, werde ich aber dementsprechend dann zum passenden Moment mit euch mitteilen. Ja, Endo ist drin für Hofmann, der Rest bleibt bestehen. Patrick Schick kommt zurück, sie spielen, ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen, wenn ich ehrlich bin, ich glaube gegen Bremen? Gegen Wolfsburg, okay. Auch nicht ganz geil, ihn da aufzustellen, aber ich werde ihn trotzdem aufstellen, weil ich dann lieber, wie gesagt, meinen Hofmann draußen lasse und 3-6-1 möchte dann eher ungern spielen, es sei denn, es kommt noch irgendwas total Interessantes auf den Markt. Abwehrkette, ein Dicker, Halstenberg, Trapp bleiben auch. Lacroix habe ich ja angekündigt, werde ich mir mitnehmen, habe ihn dann direkt nach dem Spieltag bekommen für absolut super günstige 12,9 Millionen, denn er lief bei uns wirklich um 18.31 Uhr oder am 18.32 Uhr aus, also wirklich exakt nach Spieltagsbeginn. Und ich habe es ja schon ganz oft gesagt, zu dem Zeitpunkt könnt ihr so viele Schnäppchen machen, weil viele Manager einfach Angst haben, so knapp hinterm Spieltag zu bieten, weil sich einfach denken, oh nee, nachher wird das noch gewertet, als wäre ich im Minus. Ich kann euch versichern, wenn 18.30 Uhr das erste Spiel theoretisch gesehen anfängt, selbst wenn es abgesagt wird oder wenn, keine Ahnung, der Anpfiff um 15 Minuten verschoben wird, das ist egal. Es geht wirklich um Punkt 18.30 los und dann könnt ihr wieder anfangen, Spieler zu kaufen. Deswegen, ich konnte hier Lacroix sehr, sehr günstig, ich habe nochmal ein bisschen auf Verdacht, ein bisschen höher geboten. Da war er, glaube ich, 12,2 Millionen wert. 600.000 über Marktwert für Lacroix, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und nur nochmals Tipp für euch, gerade in dem Zeitpunkt, es kommt selten vor, dass da mal Spieler auslaufen, die wirklich interessant sind, aber für den Fall, dass es mal passiert, habt ihr dann auf jeden Fall die Oberhand und könnt da wirklich extreme Schnäppchen machen, weil eben die Manager nicht wissen, dass es quasi zur theoretischen Anpfiffzeit geblockt wird, dass dann euer Team eingeloggt wird und ihr danach dann wieder ins Minus gehen könnt. Deswegen, zu dem Zeitpunkt könnt ihr echt super geile Schnäppchen machen. Lacroix habe ich dann, wie gesagt, mitgenommen, will ich eigentlich auch nicht aufstellen, aber ich
ich wüsste auch nicht, wen ich da sonst aufstellen soll. Der hat echt stark gepunktet gegen Mainz. Ich glaube, er hat zur Halbzeit fast 100 Punkte gehabt. Also ist wirklich sehr, sehr gut gepunktet. Jetzt geht es natürlich gegen Leverkusen, aber da wird er auch einiges zu tun haben. Deswegen werde ich ihn da auch aufstellen. In der Hinrunde hat er auch über 100 Punkte gemacht. Ich glaube, 134 oder so. Im Hinspiel hier gegen Leverkusen 132. Okay. Ja, mal gucken. Aktuell plane ich so mit dem Team. Wenn sich noch was ändert, seht ihr es natürlich morgen in der Bundesliga-Preview. Das ist ja aktuell in der englischen Woche sehr eng getaktet. Also ihr werdet da auf jeden Fall noch mitbekommen, sollten sich noch Änderungen an meinem Team vor oder sollten noch Änderungen vorgenommen werden. Dann gehen wir, wie angesprochen, in den Spieltag. Ich versuche mich heute ein bisschen kürzer zu halten, weil ihr sowieso schon so viele Videos zu gucken habt in der Woche. Ich habe es eben schon gesagt, Spieltagssieger geworden. Richtig, richtig geil. Es war, glaube ich, mein 7. Spieltagssieg. Genau, wenn wir hier nochmal drauf gehen. 7. Spieltagssieg, der 2. hat 4, 3, 2, 1 und 2 Stück, die noch gar keinen haben. Ich habe ja schon mal, oder ich habe ein paar Mal drüber geredet, wir machen es ja so, bei uns bekommt, oder wir haben am Anfang der Saison jeder 34 Euro eingezahlt und pro Spieltag bekommt man dann quasi von jedem Manager 1 Euro. Also und Knobby hier, der Kollege, der ist erst später dazugekommen, das heißt, er ist da noch ausgeschlossen. Bedeutet, ich bekomme quasi jeden Spieltag von jedem 1 Euro, beziehungsweise wir haben die gesammelt und pro Spieltag bekomme ich dann quasi für einen Spieltagssieg 6 Euro. Das heißt, jetzt mittlerweile bin ich bei 42 Euro und habe schon 8 Euro plus gemacht und jetzt ist gerade mal die Hinrunde vorbei. Also für mich war das Ganze auf jeden Fall sehr lukrativ an der Stelle und ja, werden mal gucken, wie wir das nächstes Jahr machen, ob wir das genauso gestalten. Wie auch immer, sorry, komplett off-topic hier, der Labersack, ich konzentriere mich. Spieltag, Kevin Trapp in Dicker gegen Freiburg, ja, ist halt ein 2-2, kein 2-0-Bonus dabei, dann ist bei Verteidigern und Torhütern sowieso immer schwierig, über die 100 Punkte zu kommen, aber ist jetzt auch nicht so verkehrt, also da habe ich jetzt auch keine riesigen Punkte erwartet, wenn ich ehrlich bin, es ist in Ordnung. Dick hat mich schon ein bisschen enttäuscht, bei Trapp habe ich wirklich nicht mehr erwartet, weil, wie gesagt, jeder Torwart braucht fast, um die 100 Punkte zu knacken, den 2-0-Bonus, sonst wird es echt schwierig. Ja, 170 Rohpunkte gegen Schalke, wenn man da den Zu-Null-Bonus abzieht, den Siegbonus, dann ist er bei 125 Punkten. Ja, und das ist halt doch 70 Punkte mehr als jetzt gegen Freiburg, obwohl er theoretisch gesehen mehr zu tun hat. Deswegen weiß ich nicht ganz, natürlich fehlen ihm die Läufe in die gegnerische Hälfte, das hat er jetzt gegen Freiburg eher weniger probiert. Trotzdem, ein bisschen enttäuschend ist das Ganze schon. Bei Kevin Trapp bin ich da eigentlich voll und ganz zufrieden an der Stelle. Ich werde trotzdem beide halten, beide weiterhin aufstellen. Jonas Hofmann und Oskar Wendt, Oskar Wendt habe ich ja kurz vorm Spieltag verpflichtet, genau dafür. Ich habe mir gedacht, gegen Bremen könnte der zu Null-Bonus drin sein, er wird mir ungefähr 100 Punkte bringen, er hat mir ungefähr 100 Punkte gebracht, deswegen vollkommen in Ordnung. Jonas Hofmann, ich möchte es jetzt noch nicht ansprechen, weil ich will es bei den Learnings besprechen, warum er einfach aktuell nicht so geil punktet. Werde ich dann dementsprechend dann besprechen, weil wenn ihr euch überlegt, da sind dicke Boni dabei, also ja, 45 Punkte nur an Boni. Das heißt, er endet das Spiel mit 45 Rohpunkten auch ungefähr oder sagen wir 35 Rohpunkte, ist ja auch egal. Oh, das ist halt wirklich nicht gut. Also da müssen wir echt gucken, wie das voranschreitet. Aber wie gesagt, ich werde es gleich nochmal im Detail thematisieren. Wataru Endo habe ich eben schon gesagt, bei einem 0-3 80 Punkte ist gut. Es ist zwar enttäuschend, dass Stuttgart generell 0-3 gespielt hat, aber die Punkteausbeute von Wataru ist auf jeden Fall gut. Sancho und Rafa, Sancho mit 103 Rohpunkten bei einer Niederlage, geil, also auch wenn jetzt die Sancho-Besitzer sagen, oh, da fehlt mir aber ein Tor, trotzdem 103 Punkte bei einem 0-3 ist extrem gut, das kann ich euch sagen, das ist extrem gut. Rafa mit einem Assist mit 125 Punkten, da geht auch mehr, also klar, ohne Assist wäre das auf jeden Fall geil gewesen, aber mit Assist muss man überlegen, das sind dann doch, ja, ich sag mal 50 Punkte von dem Assist, der hat jetzt nicht so viele Boni da bekommen, außer die plus 45 für den Assist selber. Sind halt in Anführungszeichen nur 80 Punkte dann, was immer noch gut ist, aber da geht auf jeden Fall mehr. Es war so eins der für Rafa Guerrero-Verhältnisse schwächeren Spiele. Liegt aber auch viel daran, dass Bayer Dortmund sehr, sehr gerne im Spielaufbau gestört hat. Deswegen, und da kommen ja die meisten Punkte von Rafa her. Wie auch immer, 102 und 125 Punkte, auch sehr, sehr zufrieden damit. Und dann, ja, wie eigentlich schon gedacht, die beiden Bayern-Spieler und dann die beiden Leipziger mit den besten Punkten jetzt an dem Spieltag. Obwohl hier keiner wirklich überragend gepunktet hat, außer Dani Olmo vielleicht. Ja, trotzdem gute Punkte generell über die Breite gemacht an dem Spieltag. Also bei mir waren jetzt wirklich keiner dabei, der die 200 geknackt hat, sondern eher generell sehr breit gepunktet. Kimmich, 156 Rohpunkte, genial, sage ich überhaupt nichts zu. Levi, 162 Punkte mit der Auswechslung, was mir natürlich auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Aber 162 Punkte sind auch auf jeden Fall gut mit einer Kiste. Deswegen, Bayern da auf jeden Fall noch Glück gehabt, dass sie da nicht noch den Elfmeter kassiert hätten, denn ohne die Boni hätte es da ganz, ganz anders ausgesehen. Und
komme zu den beiden Leipzigern. Ich bin extrem froh, dass ich Halstenberg riskiert habe, in Anführungszeichen. Also es war ja oft die Frage, ob Klostermann eventuell mal für Halstenberg den Einsatz bekommt. Und ich habe ja gesagt, dass er entweder Orban oder Mukiele ersetzt. Ich entscheide mich dafür. Orban habe ich, glaube ich, gesagt. Ist aber auch egal. Es ist letztendlich so gekommen. Halstenberg hat gespielt, 166 Punkte gemacht. Deswegen sehr, sehr geil. Super Punkte. Und Dani Olmo dann zum Glück noch mit dem einen Assist. Das hat er auch mal wieder gebraucht, dass er da auch nochmal an die 200 Punkte rankommt. Hier auf jeden Fall gute Punkte dann dadurch gemacht. Und ja, das komplettiert dann meine Spieler. Wen habe ich nicht aufgestellt? Marco John habe ich noch kurz vom Spieltag verpflichtet. Möchte euch auch noch als Kaufempfehlung empfehlen, denn der Junge wird extrem steigen. Also hier dreimal Startelf gespielt, dreimal 90 Minuten. Klar, wenn Sessegnon zurückkommt, wird er natürlich wieder auf die Bank gehen. Aber zumindest mal über die nächste Zeit wird der Junge auf jeden Fall gut steigen. Da könnt ihr auf jeden Fall gut zuschlagen. Ich habe, glaube ich, 1,1 Millionen bezahlt und die wird er auf jeden Fall noch reinholen. Milos Veljkovic habe ich auch, wie gesagt, eigentlich nur für den Marktwert mitgeholt und habe ich jetzt zweimal Glück gehabt, dass er fast zweimal 200 Punkte gemacht hat. Das heißt, er wird auch noch richtig gut steigen für seine 2,5 Millionen. Sehr, sehr gut. Almami Touré habe ich auch auf Verdacht mitgeholt für 500k sogar nur. Und steht in der Startelf, was natürlich für mich super ist. 73 Punkte ist jetzt nicht optimal, aber der würde auf jeden Fall extrem durch die Decke gehen. Auch deswegen auch hier wieder gutes Geld gemacht. Und wie gesagt, Patrick Schick bin ich auch sehr froh, dass ich ihn draußen gelassen habe. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht in Betracht gezogen, dass er Alario mal starten könnte. Habe ich wirklich gar nicht im Kopf gehabt. 24 Punkte bin ich froh, dass ich ihn auf jeden Fall an der Stelle für Wataru Endo draußen gelassen habe. Ja, das komplettiert meinen Spieltag. Ich habe euch eben schon die Zukunftspläne gesagt. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Matchup. Und wir starten rein mit Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Das erste Spiel, wo wir schön die Aufstellung einsehen konnten. Was auf jeden Fall gut war, zumindest mal für die Stindl- und Benzebaini-Besitzer, dass da dann doch ordentlich rotiert wurde, dass Zakaria auch draußen ist. Wahrscheinlich wurde er auch fürs Dortmund-Spiel geschont. Genauso wie Lars Stindl und für Rami Benzebaini. Geld wahrscheinlich für die drei dasselbe. Letztendlich hat Rose alles richtig gemacht, auch wenn es für Kickbase nicht wirklich geil ist an der Stelle. Weil Gladbach hat sich letztendlich trotzdem die drei Punkte mit erkämpft, kann man schon fast sagen. Und deswegen war die Rotation an der Stelle auf jeden Fall sinnvoll und notwendig, dass da auf jeden Fall die komplette Kraft gegen Dortmund gesetzt werden kann. Wie auch immer, wir kommen zum Spiel. Ich habe sie eben schon ganz viel angeteasert. Jonas Hofmann, neue Rolle. Wir gehen kurz rein in Kickbase, denn ich möchte euch eigentlich mit Kickbase-Punkten zeigen und dann nochmal so ein bisschen erläutern können, was da aktuell abgeht. Wenn wir uns zum Beispiel die Rolle von Jonas Hofmann vor dem Bayern-Spiel angucken, also wir gehen hier in diesen Bereich rein. Jonas Hofmann hat zwar eine ähnliche Position gespielt, aber er hat sie ganz anders interpretiert. Das ist die wichtige Sache. Er hat quasi auch diese rechte Mittelfeld-Halbposition hinter der Spitze gespielt. Fast schon rechter Flügel, so ein Mix aus den drei Sachen, je nachdem in welcher Formation Gladbach gerade aufläuft. Aber er hat eher als spielaufbauender Spieler agiert. Aktuell macht er es so. Liegt auch wirklich viel daran, in dem Spiel war es schon mal ein bisschen besser, weil Player dabei war, dass Gladbach aktuell keine Stürmer vorne drin hat. Das bedeutet, Jonas Hofmann agiert sehr, sehr häufig als Stürmer, steht an der letzten Kette und wartet einfach auf diese Tiefenläufe. Das hat sich entwickelt, weil er quasi den Matchplan aus dem Bayern-Spiel hatte, hat Rose sogar nach dem Spiel wörtlich gesagt, dass sein Plan war, Jonas Hofmann sehr, sehr häufig durch die Kette mit schnellen Bällen zu schicken, was ja auch ein legitimes Mittel ist. Der Junge ist sauschnell und sehr abschlussstark. Für Kickbase-Punkte ist das aber alles andere als optimal, denn wenn er nicht trifft, was er jetzt in den zwei Spielen nicht gemacht hat, dann punktet er auch nicht gut und das ist halt das große Problem. Er agiert aktuell eher so als Stoßstürmer, der dann wirklich diese Haaland-Rolle, dass er halt versucht, durch die Kette durchzuziehen und eben da halt die schnellen Konter zu fahren und dann die Bälle zu verwerten. Und für Kickbase-Punkte ist das halt alles andere als gut. Es wäre halt viel besser, wenn er eher wie Stindl agiert, also eine Position hinter der letzten Kette und da halt eben die Bälle verteilt, Bälle erobert. Und das hat er halt eigentlich in den ganzen Spielen vor dem Bayern-Spiel immer in Perfektion gemacht. Und seit dem Bayern-Spiel interpretiert er, oder vielleicht auch Rose, das wissen wir ja nicht, die Rolle von ihm ein bisschen anders. Und das für Kickbase-Punkte halt alles andere als optimal. Deswegen, Stindl ist jetzt ganz klar, oder habe ich auch von Anfang an gesagt, aber ich habe ja gesagt, wenn Jonas Hofmann weiter so Gas gibt, dann könnt ihr ihn auch ein bisschen challengen. Stindl ist jetzt ganz klar die Nummer 1, die ihr euch kaufen solltet, oder der MVP bei Gladbach, das bleibt jetzt auch so bestehen. Wir müssen halt hoffen, dass Hofmann jetzt gerade in den nächsten Spielen gegen Dortmund wird es nicht der Fall sein, da würde er genauso spielen. Aber ich sag mal, gegen Union, Köln und so weiter, wenn wir da wieder starten, dass er dann hoffentlich wieder eine Position hinten dran spielt.
dass wir da auch wieder die guten Punkte mitnehmen. So viel zu Jonas Hofmann. Für alle, die nicht verstehen, warum er in aktueller Zeit nicht so gut punktet, wollte ich auf jeden Fall nochmal erläutert haben. Player ist back und hat ein super Spiel gemacht. Also ich fand Player echt stark. Ein, zwei Situationen merkt man natürlich, dass er jetzt nicht ganz, ganz in Form war oder nicht ganz, ganz fit war. Aber generell gesehen fand ich Player sehr gut und ich will nicht wieder in die Falle reintreten, aber ich würde schon fast wieder sagen, kauft euch Player. Man hat ja mit Player immer dieselben Probleme, dass er halt einfach wirklich oft angeschlagen ist und natürlich wird sich das weiterziehen, aber ich glaube halt einfach, dass er aktuell mit seinen 23 Millionen sehr günstig ist. Das habe ich jetzt zum dritten Mal diese Saison gesagt und zweimal ist es schon in die Hose gegangen. ich sage es aber trotzdem, weil ich bleibe dahinter und sage, Alassane Player ist wieder eine gute Kaufoption, denn wenn er fit ist, ist er gesetzt und wird deswegen auch immer relativ gute Punkte machen. Jo, ich sag's wie gesagt zum dritten Mal in der Saison, also ein bisschen mit Vorsicht nehmen, aber egal. Bremen auf einem guten Weg. Ich fand, Bremen hat gut gespielt. Generell gegen die großen Gegner schaffen sie es immer wieder defensiv sehr, sehr gut und kompakt zu stehen und dann halt eben versuchen zu kontern, was aber in dem Spiel gerade von Ginter und Elvedi, die ich eigentlich auch noch ansprechen wollte, aber vier Learnings wäre ein bisschen viel gewesen, super unterbunden wurde. Gerade Elvedi oder Ginter kann man eigentlich genauso im selben Atemzug nennen. Die zwei sind ja eigentlich immer zwei Innenverteidiger, wo ich sage, eher Finger weg, weil beide meistens so 20 bis 25 Millionen kosten. Elvedi meistens um die 20, Ginter meistens um die 25 und letztendlich aber dieselben Averages fahren wie zum Beispiel in Udokai oder so. Deswegen tendiere ich immer dazu zu sagen, eher Finger weg von denen. Aber was die aktuell punkten, das ist echt überragend. Ginter auch eigentlich konstant mit seinen 150 Punkten, jetzt Elvedi, selbst ohne das Tor hat er auch seine 150 Punkte gemacht, also der punktet wirklich einfach super aktuell und bei mir ist er auf jeden Fall auf der Scoutliste gelandet nach dem Spiel, nicht nur wegen dem Tor, man kann sich auch die Punkte in den letzten Spielen angucken, immer wie gesagt um die 150, was überragend gut ist, deswegen Elvedi und Ginter auf jeden Fall mittlerweile auch gute Optionen in Kickbase. Ja, wir machen weiter mit Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund und dem Spiel hat man einfach wieder gemerkt, dass die Leverkusener Stärken halt nicht darin liegen, das hat man letztes Jahr auch ganz, ganz häufig gesehen, wenn Leverkusen die ganze Zeit das Spiel machen kann, irgendwie da rausgeht mit 70-75% Ballbesitz, dann kommt am Ende nichts bei rum. Man muss es so hart sagen, aber es ist einfach der Fall. Bei Dortmund ist das nicht anders, Dortmund ist auch eher schlecht im Spiel im Spiel machen, die spielen auch besser gegen stärkere Gegner eigentlich, es sei denn, sie spielen jetzt in dem Fall wie gegen Leverkusen, dass Leverkusen sich halt wirklich fast hinten reinstellt und dann halt wirklich über die Konter oder über Pressing-Aktionen geht. Das liegt den Leverkusen in dem Fall und den Dortmundern halt gar nicht. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal was ich hier rausnehmen wollte. Leverkusen ist gerade in den Spielen halt super stark, aber gegen schwächere Gegner, wo man dann wirklich Punkte-Regen erwartet, dann wird es dann meistens ein bisschen enger. Es sei denn, man heißt Köln und lässt den extrem große Räume, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Würzwichtigkeit hat er in dem Spiel auch wieder gezeigt, nicht nur durch das Tor, sondern einfach generell, der Junge bringt so eine extrem geile Dynamik da ins Mittelfeld rein, geilen Kampf, super Aktionen gegen den Ball und natürlich auch Top-Offensiv-Aktionen, also der ist einfach extrem wichtig für die Leverkusener und hat glaube ich auch nochmal in dem Spiel gezeigt, wie wichtig er ist und wie gesetzt er auch aktuell ist, also ich glaube, wenn der fit ist, macht er jedes einzelne Spiel in der Bundesliga und ist deswegen, wie ich auch schon oft gesagt habe, mein Number-One-Pick auf diesen Halbposition bei Leverkusen vor Amiri und vor Demirbay. Julian Brandt wurde in sehr großen Tönen gelobt, was ich jetzt nicht wirklich ganz nachvollziehen kann. Also abgesehen von dem Tor fand ich Brandt wie immer, dass er einfach nur komplett in der Luft gehangen hat. Wirklich ein paar wilde Pässe gespielt hat, die komplett unangebracht waren. Teilweise sehr hektisch agiert hat. Also ich sehe da aktuell nicht, warum Brandt einen Reiner verdrängen sollte. Ich finde Reiner dieses Jahr wirklich überragend gut. Und weiß dann nicht, warum dann so ein Brand so viel bekommt. Ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall wurde jetzt nochmal von Terzic gesagt, dass Brand auf jeden Fall eine super Option ist und da auch sich eventuell sogar fast schon festgespielt hat, was ich persönlich gar nicht verstehen kann. Aber wie gesagt, anderes Thema. Das wäre ein Thema, was wir gerne mal im Livestream ansprechen können. Ja, wir machen weiter. Mainz 05 gegen Wolfsburg. Wir beginnen mit dem Wolfsburger System und ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll. Also man könnte alles so ein bisschen durchsprechen. Jetzt Gerhard wieder auf der Bank, was komplett ungewohnt war. Vielleicht wurde er geschont. Ich kann es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, weil Gerhard eigentlich so der Leistungsträger der Wölfe in den letzten Wochen war. Giafoggi auch auf der Bank. Kann man noch sagen, okay, Fitnessrückstand, kann man da auch noch mal ein bisschen mit argumentieren. Lacroix und Brooks haben gestartet, das war abzusehen, weil Pongra halt immer noch Probleme mit dem Atem hat und so weiter, das heißt, da wird es auch noch ein bisschen dauern.
zukunftsmäßig, habe ich auch ganz, ganz häufig gelesen, Lacroix, Brooks oder Pongra, da die Trainer alle einen Fetisch haben dafür, dass ein Links- und Rechtsfuß spielt, wird sich höchstwahrscheinlich, obwohl er der schlechteste von den dreien ist, Brooks festgespielt haben. Und wir haben dann wirklich ein 50-50-Duell mit Pongracic und Lacroix. Und da kann ich euch wirklich nicht sagen, wer da spielen wird. Also rein vom Spielerprofil her müsste eigentlich Pongracic spielen, weil er besser ist als Lacroix. Aber Lacroix ist halt auch noch günstiger, jünger, wollte ich sagen. Das wird sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Ich kann euch da wirklich leider auch keine Auskunft geben. Das weiß ich leider selber nicht. Das Wolfsburger System wird in den nächsten Wochen noch sehr, sehr wild durcheinander gemixt werden. Meins neues System, um beim Systemthema zu bleiben, gefällt mir überhaupt nicht und sollte auch ein Kickbase-Manager nicht gefallen. Also Bo Svensson versucht da mit seiner neu entdeckten Fünferkette einfach ein bisschen Stabilität hinten reinzubekommen. Und selbst wenn es funktioniert, dann kommt trotzdem halt wirklich offensiv nichts an. Also sowohl die Innenverteidiger punkten nicht wirklich stark, als auch die Offensive schon gerade dreimal nicht bei Mainz. Das heißt, Mainz rutscht immer mehr in die Kickbase-Irrelevanz rein. Und ist auf jeden Fall tödlich, auf jeden Fall für Kickbase, so ein defensives System zu spielen. Noch zu zwei Wolfsburgern, Arnold und Wout Weghorst, die einfach konstant performen, sind zwei Spieler, die ich eigentlich die ganze Saison Vorbereitung nicht gehatet habe, aber gesagt habe, die würde ich mir niemals in mein Team stellen, aber die beweisen es mir einfach Woche für Woche, dass sie es einfach wert sind. Also mittlerweile Wout Weghorst und Maxi Arnold, ganz, ganz gute Optionen bei euch in Kickbase und solltet ihr auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Ist jetzt kein wirklich obvious Shout, ist jetzt ein relativ obvious Shout so, aber würde ich an der Stelle nochmal erwähnt haben, weil ich hier oft dagegen gesprochen habe. Hertha verliert 0-3 in Hoffenheim, in Berlin auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu Hertha sagen soll. Also die haben für mich mittlerweile fast alles an Kredibilität verloren. Also ich würde mir, glaube ich, keine Herthaner aktuell mehr ins Team stellen, außer Mateusz Kunja, den ich gleich nochmal ansprechen werde. Aber selbst bei denen ist es nochmal kritisch. Ich weiß nicht, was da aktuell abgeht. Das ist wirklich unfassbar. Also wenn da jetzt nicht bald mal eine Reaktion kommt, ob es jetzt Sinn macht, Labbadia zu feuern, weiß ich auch nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob es am Labbadia liegt. Ich finde Labbadia eigentlich einen relativ qualitativ hochwertigen Trainer, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich weiß wirklich nicht, wie es da vorangehen soll. Thema Kunja, also ich finde es ein bisschen rücksichtslos dem Menschen Kunja gegenüber, dass er nicht einfach diese Pause bekommt. Ich weiß, wie relevant er ist und vielleicht kann es ja auch sein, dass er dann doch fitter ist, als jetzt geklungen hat, aber für mich klingt das alles andere als danach. Der müsste einfach mal operiert werden. Der braucht diese Operation, dass er danach wieder ein bisschen durchstarten kann. Aber Hertha weiß ganz genau, wir können es nicht verkraften, einen Kunja aktuell halt nicht spielen zu lassen. Finde ich ein bisschen unmenschlich. Also meiner Meinung nach sollte da auf jeden Fall die Gesundheit immer im Vordergrund stehen, weil es kann sein, dass euch das dann komplett verhunzt und dann vielleicht gar nicht mehr in alte Form zurückkommt. Deswegen finde ich ein bisschen rücksichtslos, wie gesagt. Ich denke, er sollte mittlerweile endlich mal operiert werden. Aber ist nochmal ein anderes Thema. Kramaric und John, oder John, wie auch immer man ihn aussprechen will. Kramaric mit zwei Buden, er ist zurück. Für alle, die an ihm gezweifelt haben, ich habe ihn nicht ohne Grund die ganze Zeit immer noch gehypt, in Anführungszeichen, oder gesagt, dass er immer noch eine super Option ist. Heißt jetzt auch nicht, dass er jedes Spiel wieder 275 Punkte macht. Ist auch nochmal ein anderes Thema. Heißt einfach nur, ihr seht, wenn Hoffenheim mal gute Spiele haben sollte, dann wird Kramaric da im Vordergrund stehen und wird auch durch so Einzelaktionen wie beim 3-0 Akzente setzen und gute Punkte machen. Das wollte ich auf jeden Fall an der Stelle nochmal gesagt haben. Marco John, auch auf jeden Fall nochmal positiv rauszuheben, hat ein gutes Spiel gemacht, generell einer der besten in den letzten drei Spielen bei Hoffenheim, obwohl er noch so jung ist und eigentlich gar nicht so die Qualitäten oder Qualitäten will ich jetzt nicht abschreiten, aber die Erfahrung fehlt ja noch komplett, da wirklich so eine souveräne, gute Rolle links zu spielen. Er macht es aber einfach mit Bravour, also Props gehen raus an der Stelle und ich habe es ja eben schon angesprochen, auf jeden Fall einen Kickbase mitnehmen, weil der wird auf jeden Fall noch gut steigen. Es kann natürlich sein, dass Ryan Sessegnon bis zum Wochenende wieder fit wird, werden wir aber dementsprechend dann sehen. Schalke gegen Köln, das Duell der Giganten hier an der Stelle. Ganz kurz, ich habe jetzt zweimal hintereinander gesagt, Hoppe wird nicht nochmal treffen, er hat zweimal nochmal getroffen. Nehme ich zurück, bin ich ganz ehrlich. Dennoch bleibe ich dabei, bei Harit und Hoppe sollte man auf jeden Fall Vorsicht genießen. Harit hat jetzt sehr, sehr gute Rohpunkte gemacht, ich glaube 137 Punkte ohne Torbeteiligung oder ähnliches. Also auf jeden Fall stark gepunktet. Dennoch, es bleibt Schalke. Schalke wird immer der Underdog sein und ich meine, sie konnten jetzt ein bisschen mehr mit Ballbesitz spielen und somit auch bessere Punkte machen, weil Köln halt wirklich mit einer der regressivsten Mannschaften in der Bundesliga ist, was Ballantizipationen so angeht. Also die schmeißen einfach nur alles hinten rein und gucken, dass sie defensiv kompakt stehen.
ja, deswegen konnte Schalke ein bisschen mehr spielen. Aber Vorsicht genießen bei den Schalkern. Ich würde da trotzdem nicht aufspringen. Ich würde da trotzdem gucken, dass ich meine Schalke auf jeden Fall loswerde. Und auch Narit sollte keine gute Option in eurem Kickbase-Team sein. Das muss ich eigentlich so hart sagen. Es kann natürlich sein, dass in den nächsten Spielen, gut, jetzt gegen Bayern eher weniger, aber ich sag mal, in den Spielen danach könnten mit Sicherheit gute Punkte bei rumkommen, aber ich persönlich würde die 4,5 Millionen lieber anders investieren. Ich glaube, mittlerweile ist er sogar deutlich teurer. Sagen wir mal kurz deine 7 bis 8 Millionen, keine Ahnung, die würde ich auf jeden Fall anders investieren. Da kriegt ihr auf jeden Fall bessere Spieler. Anderes Thema, beide Teams immer noch keine guten Optionen, habe ich auch gerade angesprochen. Köln wirft einfach nur alles hinten rein, das heißt, die haben wenig Aktionen in der gegnerischen Hälfte. Und bei Schalke gilt das normalerweise auch. Es sind einfach zwei Teams, auf die ihr in Kickbase nicht setzen solltet. Auch wenn ihr sie cool findet, selbst wenn ihr Fans seid, ich kann es natürlich verstehen, wenn ich Schalke oder Köln-Fan wäre, da hätte ich auch Bock, einen Spieler meiner Mannschaft im Team zu haben. Wenn ihr Schalke-Fan seid, dann schnappt euch Harit. Wenn ihr Köln-Fan seid, dann schnappt euch irgendeinen Innenverteidiger. Gut, so viel dazu. Kommen wir nochmal zu den Abendspielen dann. Leipzig gegen Union, eigentlich exakt, wie ich es predicted habe. Also es kommt selten vor, aber ich habe gesagt, es wird ja relativ defensiv umkämpft. Union wird da alles versuchen, die Null zu halten, und Leipzig wird versuchen, ja, defensiv kompakt zu stehen, nichts zuzulassen, aber gleichzeitig dann irgendwann einen Akzent zu setzen. Den Akzent hat dann in dem Fall Forsberg gesetzt und ich in Kunku, wie ich es gesagt habe, aber ich habe 1-0 predicted und das Ding geht 1-0 aus. Muss ich auch mal hier ein bisschen stolz sein. Grüße gehen raus an Tobsen. Ich habe noch gar nicht darauf geachtet, wie gut meine Prediction war am Ende. Werden wir auf jeden Fall im ersten angepinnten Kommentar sehen an der Stelle. Fünf Spieler, die ich noch kurz ansprechen werde. Olmo zeigt einfach auch in dem Spiel wieder, wie wichtig er fürs Team ist. Nicht nur wegen der Vorlage, sondern einfach, dass er generell spielt. Egal wie er spielt, er ist wichtig fürs Team. Und er ist immer noch einer der Gesetztesten. Deswegen Olmo immer noch eine super Option und immer noch eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Sørloth hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch kein gutes Spiel, muss man ehrlich sagen. Also hat ein paar Situationen gehabt. Klar, wenn Nkunku am Anfang das Ding wegmacht, hätte er nochmal einen Assist bekommen. Das war auf jeden Fall eine klasse Aktion von ihm. Ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie in der Luft gehangen hat. Ich fand ihn eigentlich sogar ganz erfrischend vorne drin. Aber trotzdem, also ich klammer mich gefühlt so an jeden einzelnen kleinen, einzelne kleine gute Aktion von ihm. Da muss auch einfach mal so ein Spiel dabei sein, wo er einen Hattrick schießt. Und das wirkt halt aktuell so utopisch. Ich meine, also wer jetzt gerade vorm Handy sitzt und kein Schmunzeln auf dem Gesicht hat, wenn ich davon rede, dass Sørloth mal im Spiel 3-4 Buden macht, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen hier, nicht wahr? Aber ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel, ist jetzt sau assi, die zu vergleichen, aber Timo Werner letztes Jahr, wenn du zu dem gesagt hättest, okay, Werner steht am Samstag gegen Mainz in der Startelf, der macht 4 Buden, dann hätten das die Leute geglaubt, außer die Leute, die kein Werner-Besitzer sind, aber die hätten es geglaubt. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, Sørloth steht gegen Union Berlin in der Offensive. Klar, Union Berlin ist nicht Mainz, bitte nicht falsch verstehen, aber Leipzig hatte so viele Spielanteile in diesem Spiel, dass sie locker hätten 3, 4, 5 Tore machen können. Union macht das defensiv gut und haben auch hier höchst verdient nicht mehr als einkassiert. Ich sage nur, in dem theoretischen Fall, Leipzig hatte genug Ballbesitz, um diese Chancen zu kreieren. Sie wurden nicht kreiert, weil Union einfach defensiv gut ist. Ich drifte hier komplett ab, es tut mir leid. Was ich sagen will, Sørloth braucht aktuell einfach mal ein paar Tore, dass er wirklich in die Form kommt, die Nagelsmann auch von ihm erwartet. Und dann reicht es einfach nicht, ein gutes Spiel zu machen, dann musst du auch mal ein geiles Spiel machen mit 1, 2 Buden, dass du dich halt für die Startaufstellung letztendlich empfehlst. Und das fehlt halt aktuell. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Total abgedriftet, tut mir leid an der Stelle. Nkunku Forsberg, ich fand Nkunku gut, klar, er ist nicht der Abschlussspieler, das hat man auch, wie gesagt, bei der kreierten Chance von Sørloth gesehen, aber Nkunku ist auf jeden Fall ein super Element da vorne drin und ich denke, er wird auch in den nächsten Wochen eine deutlich größere Rolle spielen, als er in der letzten Zeit gespielt hat. Forsberg wird dann auch immer mehr so zu der Joker-Rolle wahrscheinlich übergehen, er ist immer noch super wichtig und ich denke, dass auch am Wochenende Olmo, Nkunku und Forsberg wieder starten werden, weil das so die Hauptformation von Nagelsmann ist, die am liebsten spielt. Würde ich denken, dass das einfach mal so reingeht. Wollte ich auf jeden Fall nur nochmal ansprechen. Forsberg ist wichtig fürs System, trotzdem ist er kein Spieler, den ich empfehlen würde. Schaut euch einfach seine Punkte über die Saison an. Wenn er natürlich ein Tor macht, dann sind natürlich gute Punkte da, aber abgesehen von den Spielen, wo er Tore gemacht hat, hat er kein einziges Mal einen grünen Balken reingefahren und das ist einfach nicht gut genug für 22 Millionen. Kurz auch zur Abwehr mit Orban oder jetzt in dem Fall Klostermann, Halstein, Upa. Kann ich euch nicht sagen, also auch wenn jetzt Kommentare kommen wie, ja, spielt Klostermann jetzt immer, weil ich weiß ganz genau, dass die Kommentare kommen werden, oder ja, spielt Orban jetzt am Wochenende wieder, das weiß ich nicht, Jungs, das kann ich euch einfach ehrlich gesagt nicht sagen. Klostermann wird mit Sicherheit gute Chancen haben, weiter in der Startelf zu bleiben, ich glaube, da wird viel rotiert werden. Ich denke, Halstenberg und Upamecano sind auf jeden Fall die sichersten.
Und auf der Rechtsfüßlerseite wird es dann ein bisschen interessanter. Wird mit Sicherheit ein Klostermann nochmal von Mukiele starten und dafür einen Orban starten. Das wird einfach viel rotiert werden. Deswegen schwierig, aufpassen, werde ich euch aber auch über die Wochen mitteilen, wie ich dazu stehe. So, ich merke schon, wir sind bei einer halben Stunde. Ich muss ein bisschen schneller machen hier. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich ein bisschen kürzer halten. Bielefeld gegen Stuttgart. Ja, Bielefeld gnadenlos effektiv. Rizzo Duan wieder mit einem super Spiel. Habe ich ja auch gesagt, wenn Bielefeld ein gutes Spiel hat, dann wird Rizzo Duan auf jeden Fall die Kisten machen. Bei Stuttgart hat man natürlich gemerkt, dass Silas Wamengituka und Gonzalez extrem gefehlt haben. Das ist mein zweites Learning. Ich meine, die zwei sind eigentlich in den letzten Wochen für sämtlichen Offensivdrang zuständig gewesen mit der Hilfe von Borna Sosa. Und ich dachte persönlich auch, es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt, dass die zwei ausfallen als gegen Bielefeld, weil ich eigentlich dachte, das wird ein relativ torarmes Spiel. Na, ich denke, viele dachten sich, dass die Gelbsperre halt in dem Spiel wirklich optimal abzusitzen ist. War letztendlich nicht der Fall. Bielefeld hier mit 3 Toren, hätte ich auch nie in meinem Leben erwartet, aber ist auch wieder ein anderes Thema. Ich weiß gar nicht wirklich viel, was ich zu dem Spiel sagen soll. Ich habe es halt wirklich nicht erwartet und ich fand jetzt auch nicht, dass Bielefeld da so übermächtig überlegen war. Sie waren halt wirklich einfach letztendlich gnadenlos effektiv, haben ihre 3 Kisten gemacht und Stuttgart war offensiv einfach nicht vorhanden. Deswegen geht das Ding hier höchst verdient 3-0 für Bielefeld aus. Wir machen weiter mit den letzten beiden Spielen, Augsburg gegen Bayern. Der Spielaufbau von Bayern ohne Davies ist auf jeden Fall ein Thema, das ich ansprechen möchte. Denn normalerweise läuft der Spielaufbau immer durch so ein, ich sag mal, durch so eine Dreierkette, wenn man es so nennen kann, aus Davies, Kimmich und Pavard. Dann schiebt meistens Goretzka eine Position vorne dran, dass er mit Müller 2 Halbpositionen hat, Levi vorne drin und halt eben die beiden Flügelspieler auf außen. Hernandez hat gestern gespielt. Ich persönlich habe ja gesagt, Hernandez hätte gegen Freiburg spielen müssen und Davies jetzt gegen Augsburg, weil du mit Hernandez einfach dann doch die defensivere, kompakte Option hast, die gegen Freiburg deutlich sinnvoller gewesen wäre als jetzt gegen Augsburg. Und gegen Augsburg spielt Flick dann mit Hernandez. Also macht für mich gar keinen Sinn. Wirklich, wie gesagt, für mich hätte Davies gegen Augsburg spielen müssen, weil du einfach ab und zu dann diese Unberechenbarkeit von dem Davies gebraucht hättest und eben nicht diese Kompaktheit von dem Hernandez, weil Augsburg findet offensiv sowieso nicht statt, außer jetzt abgesehen von dem Elfmeter und ein, zwei Schusssituationen. Augsburg findet nicht statt, das heißt, du hättest auch mit dem Davies spielen können und hättest da einen deutlich kreativeren Spielaufbau haben können. Zu dem Spielaufbau, wenn Davies spielt, wie gesagt, diese Dreierkette, wenn man es so nennen kann, vor den beiden Innenverteidigern aus Kimmich, Pavard und Davies, die funktioniert einfach, weil Kimmich dann immer so quasi eine schöne Seitenverlagerung machen kann. Hernandez hat das nicht schlecht gemacht, aber Hernandez ist natürlich nicht offensiv so gut wie Davies. Und gerade in dem Spiel hättest du dann Davies gebraucht. Im Umkehrschluss, wie gesagt, gegen Freiburg hättest du meiner Meinung nach einen Lucas Hernandez gebraucht. Aber anderes Thema, ich verstehe es überhaupt nicht, wie Davies oder Hernandez jetzt in dem Fall von Flick eingesetzt werden. Für mich war das jetzt einmal komplett verkehrt herum. Aber, wie gesagt, anderes Thema. Sané weiter keine Option. Heißt nicht, dass ich ihn schlecht fand in den letzten Spielen, aber ich denke, in dem Spiel wurden dann doch nochmal Prioritäten gesetzt. Sané hat seine Pause gebraucht, ja, aber ich denke, wenn alle fit wären, wären Coman und Gnabry immer noch First Choice. Also an Coman kommt sowieso aktuell nichts vorbei und dann hast du mit Gnabry einfach nochmal ein Gnabry ist einfach ein gutes Stückchen entwicklungsmäßig weiter als Leroy Sané. Und deswegen Sané, auch wenn er es in den letzten Wochen gut gemacht hat, würde ich tatsächlich die Finger von weglassen. Ich denke sogar, dass er am Wochenende spielt und auch gut punkten könnte gegen Schalke, natürlich. Ne? Aber ich meine jetzt perspektivisch gesehen, eher schwierig mit Leroy Sané. Wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben. Augsburg habe ich ehrlich gesagt keine Learnings zu. Augsburg hat gespielt wie immer, alles hinten rein. Caligiuri hat versucht, offensiv ein paar Akzente zu setzen, was in dem Spiel auch nicht geklappt hat. Deswegen gibt es da jetzt auch kein großes Learning auf der Augsburger Seite. Wir kommen zum letzten Spiel, Freiburg gegen Frankfurt. Das ist wohl spannendste Spiel an dem Spieltag, aber selbst da war es irgendwie, obwohl 4 Tore gefallen sind, war irgendwie trotzdem, also für mich zumindest, war nicht so eine richtig geile Spannung da. Ich weiß nicht, es war irgendwie, man hat es geschaut, aber da war jetzt auch kein wirkliches Feuer drin. Keine Ahnung, ich kann es schwer beschreiben. Was ich aber sagen kann, Armin Younes, überragend gut seit dem Wechsel zur Eintracht. Ich finde den echt klasse, den Typ. Ich hätte es nicht gedacht, ich dachte sogar, dass dann Kamada kommt der niemals vorbei. Scheint jetzt doch so zu sein. Ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich einordnen. Es wird immer noch ein bisschen kritisch, aber ich finde persönlich, Younes hat auf jeden Fall aktuell von Barkok, Kamada und
Younes halt, auf jeden Fall am weitesten die Nase vorne. Also was der da aktuell macht, ist einfach überragend gut. Sehr, sehr torgefällig, was er eigentlich nie so richtig, oder nie, ist auch wieder falsch, aber eher weniger war. Er war eher so der Interplay-Spieler wie so ein Kamada. Aber der macht das einfach aktuell saustark und er agiert perfekt hinter der Spitze und deswegen sollte sich Armin Younes aktuell zumindest mal festgespielt haben. Auf jeden Fall eine super Option in Kickbase. Beide Teams auf ähnlichem Niveau im Kickbase, das meine ich jetzt einfach generell, weil ich jetzt nicht wüsste, was ich da sonst noch für ein Learning draus ziehen soll. Ich finde beide Mannschaften aktuell gut, ich würde beide Mannschaften empfehlen und ich denke auch gerade wieder in dem Spiel hat man gemerkt, dass die Eintracht dann doch offensiv noch ein bisschen besser punkten kann, dafür punkten die Freiburger Defensivleute noch mal ein bisschen stärker. Es lag jetzt auch viel daran, dass dann doch die Eintracht letztendlich ein bisschen besser war oder ein bisschen mehr überlegen war als Freiburg. Es war generell ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wie gesagt, die leichten Spielanteile oder die größeren Spielanteile auf der Frankfurter Seite sollten trotzdem zwei Teams sein, die man auf jeden Fall empfehlen kann. Wie gesagt, bei Freiburg dann wahrscheinlich tendenziell eher die Offensive und bei Frankfurt dann auch Offensive und Defensive. Wobei die Freiburger Defensive jetzt auch nicht verkehrt ist. Was bei der Freiburger Defensive halt immer ein bisschen kritisch ist, habe ich im letzten Video auch schon erläutert, dass da immer diese 5 Wechsel ausgenutzt werden. Also die Spieler rennen sich, wie gesagt, die 60 Minuten da kaputt und nach den 60 Minuten wird dann gewechselt. Und super Joker Nils Petersen, unfassbar der Typ, hat schon wieder getroffen. Das ist einfach auch eine geile Story. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch gesagt haben, fällt mir gerade ein. Gut. So viel zu dem Spiel, wir gehen noch einmal zurück in Kickbase, wie gesagt, heute ein bisschen schneller, ein bisschen abgehetzter, weil ich das Ding hier noch schnell hochladen muss. Ihr seht, ich habe jetzt, 10.36 Uhr, ich muss jetzt noch schnell schneiden und hoffentlich ist das Ding bis 12 Uhr online. Ich konnte es gestern Abend nicht mehr aufnehmen, ich hatte ehrlich gesagt stimmlich kein Interesse, noch ein Video um 23 Uhr aufzunehmen, da solltet ihr auch Verständnis für haben, beziehungsweise es hätte euch auch nicht gefallen, deswegen passt das eigentlich von der Uhrzeit her. Ja, Pläne fürs Team werdet ihr direkt morgen sehen, das heißt, da brauche ich jetzt auch nicht mehr groß drum rumzureden. Das war es dann mit dem Bundesliga-Rückblick des 17. Spieltags, die Hinrunde ist vorbei, ab morgen geht es dann in die Rückrunde rein mit einigen geilen Spielen. Ich freue mich extrem drauf, wie gesagt, Hinrunden-Recap möchte ich noch machen, ich weiß nur aktuell noch nicht zeitlich, wann es kommen soll, es soll auch noch eine Tierlist kommen. Und was ich auch noch ankündigen wollte, jetzt hier gerade am Ende vom Video, schaut auf jeden Fall auf meiner Insta-Seite vorbei, da wird morgen noch eine geile Kooperation mit einer anderen Kickbase-Seite kommen. Freut euch da drauf, Grüße gehen raus an die Person an der Stelle, ich will noch nichts verraten hier. Wir sehen uns dann morgen im Video, bis morgen Jungs, haut rein und ciao.